بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind mit dem Buch العربية بين يديك الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس التاسع والثلاثون. Bevor wir anfangen, durch das Reden mit dem Buddha haben wir ein Thema gehabt und ich wollte dann diese Geschichte eben mit euch allen teilen, und zwar die Geschichte von Asa Re. Im Koran wird auch Asa erwähnt, und wenn man Asa zu Allah hinzufügt oder mit Allah erwähnt, dann ist das eben sicher. Wie zum Beispiel in Surat al-Baqarah: Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrul lakum. Die also wortwörtliche Bedeutung ist eben, dass vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch. Und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Man könnte es auch verstehen unter: Es ist sicher etwas Gutes für euch, weil Allah prüft jeden Mu'min, und wie im Hadith erwähnt, ajaban li kulli mu'minin, Amrahu kullahu khair. Also unglaublich für die Angelegenheit des Muslims, des Gläubigen, des Mu'mins. Alles ist für ihn gut. Warum? Wenn ihm etwas Gutes passiert, dann bedankt er sich. Und wenn ihm etwas Schlechtes passiert, dann geduldigt er sich. Und das ist nur für einen Mu'min. Also diese Eigenschaft ist nur bei einem Mu'min. Und diese Asr, da gibt es eine Geschichte, weil jeder hat Sorgen. Und deswegen ist es auch sehr schön, diese Geschichte zu verstehen. Es gab mal einen König, der mit seinem Minister jagen gegangen ist. Und beim Jagen hat der König beim Bogenschießen seinen Finger geschnitten, seinen Daumen. Und hier hat der Minister gesagt: Also vielleicht ist da was Gutes drin. Er ist wütend geworden, der König, und hat ihn dann ins Gefängnis gebracht. Und dort hat der Minister wieder gesagt: Asachir. Also vielleicht ist was Gutes, dass ich jetzt im Gefängnis reingekommen bin. Und bei einer nächsten Gelegenheit ist der König dann wieder jagen gegangen, aber diesmal alleine. Und da kamen einige Leute, Götzendiener oder so, die den als Qurban dann genommen haben, geschnappt haben. Und die wollten ihn jetzt für die Götzen opfern. Doch dann fanden die, dass der keinen Daumen hat, und sagten: Ein Opfer, das Mangel hat, das können wir nicht opfern. Und deswegen haben die ihn freigelassen. Da hat er verstanden, was dieses Asachet zu tun hat oder bedeutet. Er ist zum Gefängnis gegangen, hat den Minister wieder rausgeholt und hat gesagt: Ich habe aber diesen zweiten Asachet nicht verstanden. Also warum hast du gesagt Asachet, als du ins Gefängnis reingekommen bist? Und er sagte: Weil wäre ich dann mit dir gegangen, hätten die mich als Qurban genommen. Subhanallah. So, jetzt fangen wir inshallah mit Al-Hiwar al-Thalith, unzur, wastami' wa a'id an. Az-Zawj, der Ehemann: Assalamu alaikum. Az-Zawja: Wa alaikum as-salam. Ana jaw'anun jiddan. Ich bin sehr hungrig. Natürlich muss man hier merken, dass diese Eigenschaft, die im Deutschen davor ist, im Arabischen danach ist, also später kommt. Deswegen Jawan, hungrig, jidden, sehr, sehr hungrig. Al-Ghada'u ala al-Ma'ida. Al-Ghada'u, das Mittagsessen, ala al-Ma'ida, von Surat al-Ma'ida zum Beispiel, der Tisch, ist auf dem Tisch. Ma hadha, was ist das? Samakun, wa lahmun, wa dajaj, wa aruz, also Fisch und Fleisch und Hühnchen und Reis, wa salatatun, wa fakiha, und Salat und Obst. Hadha kathirun jiddan, das ist sehr viel. La ta'kul, la ta'kul, ijlis. Hier sieht man die ägyptischen Frauen, die stark sind und
Befehle geben kann an die Männer. Letakul ist nicht. Ist nicht. Sitzt. Mashallah. Limada? Warum? Ana jawahan. Ich bin hungrig. Ladeina duyuf. Wir haben Gäste. Also ladeina ist eben haben und dieses nun, dieses na am Ende, ist dann wir haben sozusagen. Ladeia, ich habe. Ladeika, du hast. Ladeiki, du hast, aber weiblich. Ladeihi zum Beispiel, er hat. Ladeiha, sie hat. Ladeina duyufun, men. Wir haben Gäste, wer? Walidi, wawalidati, waachi. Mein Vater, meine Mutter und mein Bruder. Eina duyuf, wo sind die Gäste? Fi ghurfatil julus, im Wohnzimmer. Jetzt gibt es irgendwelche Fragen bei den Wörtern? Hal yujad su'al? لا Mal يوجد، Kalimat. لا يوجد أستاذ، لا يوجد. كل شيء ممتاز. تمام إن شاء الله. نفعل الحوار من جديد. الحوار في الديالوج نفعل بمحو من جديد von neu aus. أنت الزوج وأنا الزوجة. تمام؟ تمام. السلام عليكم. أو أنت الزوج. أوكي دو فينكس أن. تك ملات. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا جوعان جدا. الغداء على المائدة. ما هذا؟ سمك ولحم ودجاج وأرز وسلطة وفاكهة. هذا كثير جدا. لا تأكل، لا تأكل، اجلس. لماذا؟ أنا جوعان. لدينا ضيوف. لدينا ضيوف؟ من؟ والدي ووالدتي وأخي. أين الضيوف؟ في غرفة الجلوس. أحسنت. أوكي. نذهب إلى الصفحة التالية. Wir gehen zur nächsten Seite. طبعا المفردات, die Wörter, العرض, انظر, واستمع, وأعد. Wir werden es ein bisschen kniffliger machen, und zwar mit jedem Wort, مع كل كلمة, جملة. Mit jedem Wort, einen Satz. ضيوف. أعطني جملة مع كلمة ضيوف. لدينا ضيوف. ممتاز. اوكي. جوعان. في شهر رمضان أنا جوعان. ممتاز. In dem Monat Ramadan bin ich hungrig oder habe ich Hunger. Maida. المائدة كثيرة بالطعام. نعم، المائدة كثيرة بالطعام. تمام. المائدة كثيرة بالطعام. عفوا، بسبب حرف جر. ممتاز. Also بي mit المائدة, der Tisch, ist voll oder viel mit dem Essen. بالطعام. حرف جر und اسم مجرور. سلطة. أحب سلطة. Besser wäre es, wenn man sagt, weil man, im Deutschen sagt man ja auch nicht, ich liebe einen Salat, ich liebe den Salat.
أحب السلطة. ممتاز، نعم، أحب السلطة. يجلس. الضيوف يجلس، الضيوف يجلس على الكرسي. أوكي، ده جبت فيلا. Willst du versuchen, selbst zu finden? عفوا، الضيوف هو جمع. Okay. الضيف يجلس على الكرسي. Okay, du hast die einfache Variante genommen. الضيف يجلس على الكرسي. Der Gast sitzt auf dem Stuhl. Was oder wie macht man das, wenn man jetzt sagt, الضيوف? الضيوف, wie du gesagt hast, ist جمع Plural. Ja, تمام. الضيوف يجلسون على الكرسي. Genau. Warum haben wir Jejlisune gesagt? Soll ich auf Deutsch erklären, lieber, ne? Kann, ja, lieber. weil Jejlisu, das ist die, das ist das Verb für er. Okay. Aber wir möchten ja, Duyuf ist ja die Mehrzahl, also sie. Und dazu, wir sagen ja auch nicht im Deutschen, sie sitzt. Also für Mehrzahl ausgesehen. Wir sagen ja, er sitzt. Ja. Und wenn wir das sie konjugieren möchten mit dem Sitzen, dann sagen wir, sie sitzen. Und das ist genau das Gleiche mit dem Verb yejlisu. Okay, aber jetzt fragt ein dafür Kommentar. Geht dafür, um yejlisu, ne? Okay. Aber jetzt kommt ein Kommentar und sagt, hä, wir haben doch Duyuf ganz nach vorne. Wir haben ja gesagt, Duyuf yejlisu. Also warum müssen wir noch wow und nun hinzufügen? Das ist die Konjugation vom Verb. Okay. Hier könnte man eine andere Antwort geben. Mubtada und Habar. Nein, das hat auch. Genau, richtig. Doch, das hat damit was zu tun. Das hat damit was zu tun. Duyuf ist Mubtada. Ein Mubtada braucht immer einen Habar. Und dieser Habar ist der Verb. Oder das Verb. Jetzt, Yejlisu ist ein Verb. Und jedes Verb braucht ein Fa'il. Und dieser Fa'il ist Wawu Nun. Deswegen kann man nicht wortwörtlich das übersetzen und sagen, Duyuf, auch wenn es vorne ist, es ist das gleiche, wie es hinten ist, also nach dem Verb. Das kann man nicht im Arabischen. Entweder sagt man Duyuf, Yajlisuna, also da muss man Mubtada hinzufügen, und Khabar, und dann Fa'il ist gleichzeitig der Khabar, und dann auch noch Fa'il, der verbunden ist mit dem Verb. Oder man sagt, يجلسوا الضيوف. Warum? Weil يجلسوا ist dann das Verb. Und den فاعل haben wir dann einzeln genommen. Als Namen und nicht als Pronomen, als Damir. Und deswegen dann يجلسوا الضيوف. Okay? Okay. تمام. زوجة. أعطيني جملة مع زوجة. الزوجة تعطي أوامر عن الزوج عن زوجها. تعطي أوامر لزوجها. لزوجها. Warum لزوجها؟ sie gibt تعطي, also أعطى, damit die Leute alle wissen, أعطى ist geben. Alif mit Hamza, Ein, Ta und Alif Maksura, also das wie ein Ja aussieht, aber ohne Punkte. Und im Gegenwart, يعطي. Und für Frau, الزوجة تعطي أوامر von أمر, Befehl, لزوجها, für ihren Mann. Wenn man an benutzen möchte, also von, dann müsste man den Verb ändern und sagen, الزوجة تأخذ, nimmt, von أخذ أوامر عن زوجها, von ihrem Mann. Okay. الزوج الزوج طاعة الأمر من زوجه.
Zawju ta'at wal amr. Also der Mann, er hört auf das Befehl von seiner Frau. Er hört. Also die Ist Tat der Dünger. Maul. Okay, da, also Gehorchen ist Ta'a. Also das Gehorchen ist Ta'a. Und das Verb ist Erta'a. Alif. Ja. Ta'a. Wie Etwa bitte? Jutier, oder? Genau. Erta'a. Alif. Ta'a Alif. Erta'a. Und dann Ein. Genau. Erta'a. Und dann nachher Yuti'u. Azawju. Yuti'u. Gehorcht. Awamir. Awamiriz-Zawjati. Oder Azawju. Yuti'u. Awamiriz-Zawjati. Awamira, weil es mit Ulbi ist. Azawjati. Das ist ein bisschen knifflig für die Leute, die jetzt gerade hören werden. Einfach nicht hören. Also das ist ein Level höher ein bisschen. Okay. Ad-Dajaju. Ad-Dajaja. Ja, der Ad-Dajaja gesagt. Äkulu dajajan ala zifaf. Ala zifaf. Für Zifa. Afim? Tamam. Also in der Hochzeit. Sagt Aber man ob nicht alle auf gehen. der, sagt man nicht auf der Hochzeit? Also was ich weiß, ist für Zifa. So, Yani, tamam, okay, alles klar. man sagt zum Beispiel, Ra'aytuka fi Zifafi. Ich habe dich bei meiner Hochzeit gesehen. Aha. Akeltu fi Zifafi. Da müsste es eigentlich auch fi sein. Achso, weil ich bin mit dem Aber Gedanken manchmal, gegangen, dass man ja. sagt halt, jetzt in dem Beispiel von dem Satz, was ich gesagt habe, ich esse den Hühnchen auf der Hochzeit. Ja. Also deswegen habe ich dafür benutzt. Manchmal kann man zwei Präpositionen benutzen. Und das hat dann mit der Belehrer zu tun. Zum Beispiel, als Allah Azzawajal im Koran erwähnt hat, von Pharaon, also mit der Zunge von Pharaon, وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. Eigentlich heißt es alle جُذُوعِ النَّخْلِ. Also ich werde euch kreuzigen als die Sahara, die Zauberer, mit Musa a.s. debattiert haben und verloren haben und gefunden haben oder bestätigt haben, dass Musa a.s. ein Prophet ist und geglaubt haben. Ist Pharao wütend geworden und hat gesagt, ich werde euch, also mit einem Befehl und mit einer Bestätigung, ich werde euch also auf den Palmen kreuzigen. Und Allah Azzawajal hat gesagt, fi judu'i an-nakhl. Eigentlich heißt es alle auf. Aber er hat gesagt in. Warum? Weil er sie so genagelt hat. Also das will uns vor, also es will uns sagen, oder vorstellen lassen, dass dieses Nageln so hart war, dass man dachte, dass diese Person selbst die Palme ist. Also so genagelt ist sie an der Palme. Subhanallah. Deswegen muss ich nochmal nachschauen, ob man vielleicht hier auch alles sich dafür sagen kann. Taib. Lahma. سنأكل لحما في عيد الأضحى في عيد الأضحى نعم، سنأكل لحما في عيد الأضحى. Okay, wir werden im Opferfest Fleisch essen. Nein. Dann gehen wir nach unten. Wir haben noch viel Zeit, Alhamdulillah. Tadrib, ajib an al-as'ilati bi-ikhtisar. Natürlich müssen wir uns nochmal merken, was wir im Text gesagt haben. Manil Jawan. Was heißt das? Ma ma'na Wer ist hungrig? Genau. Die Antwort, Azawju Al-Jaw. Jawan. No. Azawju No. Jawan. Al-Zawju. Jawan. طيب, Rakam 2.
أي وجبة على المائدة؟ كثيرا جدا. كنت اوف أوكي، دايت اكشن ترجم أولا، ترجم von ترجمة übersetzt يا أسماء. أصو ما معنى أي؟ أي وجبة على المائدة No. was ist auf dem Tisch zubereitet also was gibt's auf dem Tisch Okay. الآن wie fangen wir mit dem Satz eigentlich an? man könnte على المائدة also Genau. am Anfang nehmen Genau. weil wenn man das auch nimmt wenn ein Harf Jar am Anfang ist bedeutet es auch direkt, dass es etwas gibt. Also Okay. zum Beispiel auf dem Tisch ist das und das gibt es. Okay. Also Also wir على fangen dann mit المائدة. einem. Okay. Haben die gesagt Fisch und Lachm? Tut mir leid. Fisch, Fleisch, Hühnchen und Reis. Das als erstes. على المائدة. سمك Nein. ولحم Nein. و was gab es noch؟ Hühnchen. دجاج و Reis. رز Rose oder Arroz, beides geht. Salat. و سلطة Nein. Und Obst. وفاكهة ممتاز. ما طعام الغداء؟ ما طعام غدائي؟ Was ist das Abendessen oder غداء Mittagessen. was ist Abendessen ist عشاء. was ist das mit ich weiß jetzt nicht, was er mit der Frage meinen will, was ist das Mittagessen? Also El was ist das Ghadai. Mittag? Eigentlich das Gleiche. Also was ist das Essen, was am Mittag gegeben wird? Und hier ist dann die gleiche Antwort. Samakon. تعامل غدائي هو نعم. المثل بالرقم الاثنين Du hast mich gerade an einen Lehrer erinnert. Die Bücher werden ja von Doktoren geschrieben und manchmal ist bei einer Definition zum Beispiel das Gleiche bei einer anderen Definition. Dann schreibt er den Anfang und dann sagt er ila akhirihi oder kama zakarna. Ila akhirihi heißt und so weiter. Und kama zakarna heißt, wie wir erwähnt haben. Und er sagt, die Schüler sind so komisch, die lernen das auswendig. Und dann, wenn die Frage kommt, schreiben die den Anfang und dann genauso wie im Buch steht. Kama zakarna, wie wir erwähnt haben. Okay, Bruder, du musst es mir sagen. استمعوا الفيديو فسينظرون ما الجواب Auch schön. Hört euch das Video an. Okay. Wir können das mal auslassen. Also das ist das Gleiche. Meine Duyufu, wer sind die Gäste? هل يمكن أن تقول من في ألمانيا؟ بالألمانية. Kannst du mir auf بالألمانية؟ Deutsch sagen? Nein. Der Vater, die Mutter und der Bruder. الأب أو والد ما الأب ممكن الأب أو الوالد نعم وأم و والأم welcher noch بودا والأخ نعم والأخ Wenn ich sagen möchte, Ihr Vater und Ihre Mutter und Ihr Bruder. الأبها والأمها Hier
die Präposition, also das Verbinden mit einer Präposition. Nein, abuha, ummuha, wa achuha. Genau. Damit die Zuschauer das auch verstehen, Präposition macht das Wort bestimmt. Also die Präposition, die mit einem Wort verbindet wird, macht dieses bestimmt. Und deswegen kann man dann nicht zwei Bestimmungen hinzufügen, weil L, also der Artikel, ist auch etwas, was das Wort bestimmt. Und zwei ist doppelt gemoppelt. Deswegen entweder El Abu oder Abuha. Okay. Rakam Khamsa, Einahum. Waren die? Zu Hause, oder? Der Ehemann hat gesagt, wo sind sie? Und sie sagten im Wohnzimmer. Ach so, hart, aber. Hum fi ghurfati julus. Na, ahsant. طيب, aina hadha al-hiwar? Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht. Also man könnte sagen, in der Küche? Wohnung. Dachte ich auch, in der Küche, aber das Bild sagt nicht irgendwie so, dass es in der Küche ist. Deswegen in der Wohnung ist reicht. Film Majlis. In der Sitzung. Weißt du noch, was Wohnung bedeutet? Daira. Das hast du vom Türkischen. Ja. Schakka. Also wir bleiben erstmal bei Schakka. Fisch Schakkati. Fisch Schakkati. تمام هذا الحوار في الشقة رقم سبعة ماذا تأكل في الغداء يعني ماذا تأكل أنت فهمت أكل في الغداء الطعام الطعام الذي تفعل أمي تمام also ich esse das Essen was meine Mutter macht. Genau. Achsen. Ayu Asira? La yujad. Alhamdulillah. Dann bleiben wir hier stehen. Rabbana afina wa afu anna wa ahfazna bi asrari al-fatiha.